Nächste Rednerin, Beatrix Karl von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, werte Kolleginnen und Kollegen. Wie schon die erste Dienstrechtsnovelle 2016, ist auch die nun vorliegende zweite Dienstrechtsnovelle 2016 ein gelungenes Paket, das eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen enthält. Besonders hervorheben möchte ich die Modernisierung des Disziplinarrechts, die im Sinne des Opferschutzes geboten ist. Derzeit ist ja im Disziplinarverfahren lediglich für minderjährige Zeuginnen und Zeugen eine räumlich getrennte audiovisuelle Vernehmung vorgesehen. Ohne Zweifel kann es aber auch im Interesse der übrigen Zeuginnen und Zeugen liegen, auf diese Weise befragt zu werden. Nunmehr wird diese Befragungsmöglichkeit daher auf alle Zeuginnen und Zeugen ausgedehnt, wenn es in ihrem Interesse gelegen ist. Denken Sie zum Beispiel an den Fall, dass eine Zeugin durch den Beschuldigten in ihrer Geschlechtssphäre verletzt wurde oder sie bedroht wurde. Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Richter und Staatsanwälte. Im Rechtspraktikantengesetz wird für die Zulassung verlangt, dass weder eine Verurteilung zu einer 3 Monate übersteigenden Freiheitsstrafe wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung noch ein wegen eines Verbrechens eingeleitetes Strafverfahren vorliegen darf. Demgegenüber fehlt im Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz eine entsprechende Regelung. Bedenkt man aber, dass die Tätigkeit als Richter oder Staatsanwalt dem absoluten Kernbereich der Hoheitsverwaltung angehört, in dem für Bürgerinnen und Bürger schwerwiegende, tief in ihre Persönlichkeitsrechte eingreifende Entscheidungen getroffen werden, ja, dann ist hier doch ein besonders hohes Maß an Integrität und Verantwortungsbewusstsein vorauszusetzen. Es ist daher unabdingbar, nur solchen Personen den Zugang zu diesen Berufen zu ermöglichen, die unbescholten sind und gegen die kein Strafverfahren wegen gravierender Delikte anhängig ist. Daher wird nunmehr sichergestellt, dass niemand in den richterlichen Vorbereitungsdienst aufgenommen werden kann, der wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu einer 3 Monate übersteigenden Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen den wegen eines Verbrechens ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Einige der vorliegenden Änderungen sind auch der Umsetzung von EuGH-Judikatur und EU-Richtlinien geschuldet. Im Gehaltsgesetz werden die Bestimmungen über die Urlaubsersatzleistung für Beamtinnen und Beamte an die EuGH-Judikatur angepasst, wonach ein Anspruch auf Urlaubsersatzleistung unabhängig vom Grund für das Ausscheiden aus dem Dienststand nicht ausgeschlossen werden darf, wenn die Beamtin oder der Beamte im Einzelfall wegen einer Dienstverhinderung durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen überhaupt nicht in der Lage war, den Erholungsurlaub zu verbrauchen. Daher wird normiert, dass auch bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes dennoch im Einzelfall zu prüfen ist, ob die Beamtin oder der Beamte im fraglichen Zeitraum urlaubsfähig war. Zudem erfolgt bei der Formulierung der Ausschlussgründe für die Urlaubsersatzleistung eine Klarstellung, die zum Ausdruck bringt, dass der Urlaubsverbrauch den Vorrang gegenüber einer finanziellen Abgeltung hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend bringe ich einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Otto Bendel, Magister Dr. Beatrix Karl und Kolleginnen und Kollegen zur zweiten Dienstrechtsnovelle 2016 ein. Dabei geht es vor allem um die Umsetzung des Gehaltsabschlusses 2017 für den öffentlichen Dienst. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die an diesem Gehaltsabschluss mitgewirkt haben. Vielen Dank. Die zweite Dienstrechtsnovelle 2016 sei ein gelungenes Paket, betont ÖVP-Abgeordnete Beatrix Karl.